Schön. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Nee, Luigi's Mansion. Nein, Luigi's Mansion 3 natürlich. Ja, wir sind hier immer noch mit unserem Toad hier unterwegs und ja. Wie es scheint, müssen wir hier lang. Und da wir jetzt unseren Todi haben, können wir ihn jetzt auch mit seinem Dickkopf dagegen schleudern. Und dann passt das. Ah, Moment mal. Okay, Flutschi gegenschleudern. Ne, mit Flutschi durchflutschen. Hat ordentlich was gebracht. Oh. Sieh mal, Luigi, eine Tür. Moment, da ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen könnte. Braucht's auch nicht. So, haben wir alles. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Blub. Was? Ja, was soll mir das jetzt bringen? Ich meine, ja gut, schießt den Toad drauf, aber... Okay, interessant. Der ist also gar nicht mal so dumm, der Tod. Ja, komm her. Blub. Na? Bumm. Jawohl, ja. So muss das, so und nicht anders. Bup. Ja, jetzt komm. Ja, hättest du. Bist du gar nicht, du hast es nicht mitbekommen, gebracht, du doofer Todi. Alles muss man selber machen. Okay, darf ich dann? Okay. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber ich hatte Angst, dass die sonst wegkrabbelt. Die olle Goldspinne. Moment, wenn man hier rausziehen kann, das finde ich verdächtig. Nee? Okay. Hätte sie vielleicht auch einfach saugen sollen. Passiert hier eigentlich was, wenn ich... Nö, passiert nichts, wenn ich den mache. Todi? Ist sich Todi etwa zu fein, hier hochzuklettern? Ha!
Schön. Gib her. Toad, du bist immer im Weg, du blödes Ding. Hab ich dich. Hab ich dich. Jawoll, joho. Todi, mach dich mal nützlich. Ich hab doch da was gesehen. Und jetzt hau ab. Okay, Moment. Vielleicht machst du dich doch noch mal nützlich. Wenn ich jetzt von hier aus da drauf ziele. So, jetzt ist leer. Da haben wir es doch. Ah, okay. Das ist wieder so ein Drehding. Kann man wieder durchdrehen. Dann gehen wir halt noch mal hoch. Drehen wir noch mal ein bisschen durch. So. Was für Zeug hier unten alles rumliegt. So unglaublich viel, das kein Mensch braucht. Hau ab. Todi ist immer nur im Weg. Man muss halt echt immer unglaublich aufpassen, dass man nicht Todi erwischt. Ah, die Idee hier war schon nett. Ach, hau ab, Todi. Kann ich hier... Nee. Schade. Schade, schade. Hau ab, Todi. Machen wir es so. Ach, kann ich hier so mauern... gezielt brüchig machen, oder wie? Nee? Naja, wir wollen mal den hier machen. Nee? Weil der Raum ist so riesig. Der würde sich einfach perfekt für sowas anbieten. Kriegt man nicht, okay. Naja, sehen wir auch mal, was dann passiert. Komm, schieß den Tod da rein. Geht nicht, schade. Yahoo! Ja, komm,
Komm mal mit, du fauler Tod. Jetzt sag nicht, dass das das Spiel... Oh Gott. Ich hatte gerade kurz Schiss, dass das das Spiel softlockt. Weil der ja sich nicht beruhigt hat und ich konnte weder hoch noch runter. Also, ich meine, das wäre wieder typisch ich gewesen, aber ich hatte schon kurz Schiss. So, na also, geht doch. Komm, hau ab. Brauch dich hier nicht. Okay, aber man kann nicht währenddessen leuchten. Hä? Moment, aber oben habe ich noch nicht alles geleuchtet, oder? Nee. Na, dahinter ist definitiv irgendwas. Ja, Todi sagt auch schon yep. Die Frage ist nur, was und wie komme ich dahin? Ah, Moment mal. Ich merk's gerade. Dass da hinten ja ein Exit ist. Und da ist auch nicht unbedingt was, so wie es ausschaut. Okay. Dann gehen wir einfach mal durch. Das klingt irgendwie nicht gut. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.